Hi, cool, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Yassi und Andi und wir waren die letzten 7 Wochen mit unserem selbst ausgebauten Camper in Spanien und Portugal unterwegs und zeigen dir heute all unsere Kosten, die wir gehabt haben, damit du siehst, wie billig so eine Reise überhaupt sein kann. Und dann fangen wir gleich mal mit einem der größten Punkte an. Wir haben uns in Portugal eine Woche lang ein Surfcamp mit sehr bescheidener Unterkunft gegönnt und dieses hat uns ganze 1296 Euro gekostet, was natürlich ein Riesenteil ist. Und zum Surfen brauchten wir natürlich auch eine Zinksonnencreme und die hat uns 17,50 Euro gekostet. Ja, ganz schön teuer, wir waren auch ganz schön erschrocken, aber nachdem wir die Preise am Strand an den Verkäufen gesehen haben, die zwischen 20 und 25 Euro gekostet haben, haben wir uns dann doch für diese entschieden, aber wir würden sie beim nächsten Mal nur noch im Inland oder online kaufen. Für Lebensmittel haben wir insgesamt 227,04 Euro ausgegeben. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir fast immer selbst gekocht haben und ausschließlich Leitungswasser getrunken haben und versuchen immer in all unseren Kosten relativ sparsam zu leben. Zudem hatten wir auch noch Lebensmittel von Deutschland mitgenommen und es waren ungefähr Lebensmittel im Wert von 100 Euro. Trotz alledem waren wir natürlich trotzdem auch ein paar Mal essen, um genauer zu sein sogar 7 Mal, wobei 5 Mal davon in der Woche vom Surfcamp war, da wir mit den anderen gemeinsam beim Essen waren. Hierfür haben wir 243,80 Euro ausgegeben. Für den Bäcker haben wir 21,80 Euro ausgegeben und dazu ein kleiner Tipp. Wenn ihr in Portugal am Strand unterwegs seid und da Verkäufer rumgehen mit einer Kühlbox, kauft euch unbedingt dieses Gebäck, denn das ist super lecker. Das ist wie ein Krapfen mit einer Cremefüllung und das können wir euch absolut empfehlen. Wir sind auch 2 Mal mit einer Personenfähre gefahren und das hat uns nur 8 Euro gekostet, was wir mega billig finden. Und für Eintritte haben wir 42,02 Euro ausgegeben, wo man auch dazu sagen muss, dass wir das nur in Gibraltar brauchten, weil wir überall keine Eintritte zahlen mussten oder uns im Vornherein genau überlegt hatten, wollen wir da überhaupt rein? Ist uns das der Eintritt wert oder schauen wir es nur von außen an, wie zum Beispiel in Sintra haben wir das so gemacht. Und wir finden das schon krass, dass in anderen Ländern zum Beispiel für jeden Wasserfall Eintritte verlangt werden und in Spanien und Portugal eigentlich kaum oder eher selten. Für Souvenirs haben wir diesmal ein bisschen mehr ausgegeben, weil wir 3 Magneten für den Kühlschrank gekauft haben. Und ja, wir haben 3 gekauft, weil wir auch in Gibraltar einen gekauft hatten. Und noch dazu hat sich die Yassi 2 Ringe gekauft und beim Surfen war ein Fotograf da, der professionell Fotos von uns gemacht hat. Und das konnten wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen, da die Fotos von ihm zu kaufen und haben das auch beide gemacht. Und da kommen wir dann auf einen Kostenpreis von 58,30 Euro. Wir konnten unseren Wassertank fast immer kostenlos auffüllen, doch 2 Mal war keine kostenlose Auffüllstation in der Nähe, sodass wir dafür 5 Euro innerhalb der 7 Wochen bezahlt haben. Und auch beim Duschen konnten wir großteils auf kostenlose Strandduschen oder auch kostenlose öffentliche Duschen zurückgreifen oder natürlich unsere Außendusche vom Camper nutzen. Doch einmal haben wir uns an einer Raststätte eine warme Dusche für 4 Euro gegönnt. Und auch natürlich unsere Wäsche wäscht sich nicht von selbst. Nein, und nein. Kleidung und Handtücher für 7 Wochen mitnehmen geht einfach nicht in den Camper rein und so viel haben wir natürlich auch nicht, sodass wir ums Wäschewaschen nicht drumherum gekommen sind. Und hierfür haben wir 27 Euro gezahlt. 3 Euro davon waren leider verschwendet, da die eine Waschmaschine geschluckt hat, die leider schon kaputt war. Ich habe unterwegs meinen Handyvertrag anpassen lassen, da ich sehr wenig Internet hatte und ursprünglich hatte ich vor, mir eSIM-Karten zu kaufen, doch die Variante, meinen Handyvertrag anzupassen, ist langfristig gesehen die günstigere Variante und deshalb zahle ich da jetzt 20 Euro pro Monat, also insgesamt 40 Euro für diese 7 Wochen mehr und genau das würde ich auch hier mit dazu rechnen, dazu, denn zu Hause hätte ich das nicht gebraucht. So, machen wir mit dem größten Teil unserer Reise weiter, den Spritkosten. Wir sind in den 7 Wochen einmal komplett um Spanien und Portugal herumgefahren
und somit 8.517 Kilometer gefahren und haben dafür 1.347,42 € ausgegeben. Eng damit verbunden natürlich die Mautkosten. Dazu eine kleine Geschichte: Wir wollten uns die Maut komplett sparen und keinen Cent dafür ausgeben. Also bei der An- und Abreise nicht durch die Schweiz und dafür mehr durch Frankreich und natürlich alle Mautstraßen vermeiden. Dann passierte es. Google Maps war nicht mehr richtig eingestellt und zack waren wir an der ersten Mautstelle und zahlten ganze 2,15 Euro. Zum Glück nicht mehr und diesen Fehler machten wir auch nicht nochmal. Parkplätze haben uns nur 6 Euro gekostet, da wir nur in Lissabon auf einem kostenpflichtigen Parkplatz standen und sonst immer kostenlose Parkplätze gefunden haben. Und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsausgabe. Damit hätten wir in Spanien und Portugal niemals gerechnet. Wir haben für Stellplätze keinen Cent gezahlt, was uns total gefreut hat und sich natürlich super bei unserem Reisebudget macht. Da es in Spanien und Portugal nicht verboten ist, in seinem Auto zu schlafen, sondern es nur an manchen Orten verboten ist, findet man eigentlich überall einen Stellplatz für die Nacht. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat und es dir geholfen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da und abonniere auch unseren Kanal, um solche Abenteuer wie diese in Zukunft nicht zu verpassen. Und jetzt kommen wir zu unserem Gesamtbetrag. Wir haben 3.446,03 € für zwei Personen, sprich 1.723,01 € pro Person für 7 Wochen in Spanien und Portugal ausgegeben. Aber jetzt nochmal kurz unsere Ausgaben etwas separiert. Für 4 Wochen Spanien haben wir insgesamt 1.542,87 € bezahlt. Dies sind natürlich großteils Spritkosten, da die An- und Rückreise von Deutschland dabei ist. Für eine Woche Surfcamp haben wir 1.575,95 € bezahlt. Und wie schon bereits erwähnt, waren wir dort viel essen und auch das Camp hat dementsprechend viel gekostet. Und für 2 Wochen Portugal haben wir 327,21 € ausgegeben. Doch auch hier muss man sagen, dass dies natürlich deutlich teurer wäre, wenn wir nicht nur einmal dort getankt hätten. Wir sind mit vollem Tank über die Grenze gefahren und mit so ziemlich leerem Tank wieder zurück nach Spanien. Da die Spritpreise in Spanien deutlich günstiger sind und wir da immer sehr darauf geachtet haben. Wir haben uns für jedes Land eine Kostenaufstellung im Vornherein gemacht, welche für diese 7 Wochen bei 3.930 angelegt war. Und dachten uns anfangs, dass dies echt knapp werden könnte, umso glücklicher sind wir jetzt, dass wir günstiger weggekommen sind. Findet ihr 3.446,03 € für 7 Wochen durch Spanien und Portugal mit einer Woche Surfcamp teuer? Lasst es uns doch gerne mal unten in die Kommentare wissen. Und danke an dich, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Und falls es dich interessiert, wir haben zu beiden Ländern ein Video gemacht, wo wir dir die 10 schönsten Orte des jeweiligen Landes zeigen. Und diese verlinken wir dir hier im Abspann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.